Herr, komm zu uns, wir sind dein Diener und segne unser Sägediener. Ja, das ist jetzt aber natürlich kein Sägediener-Gulasch. Wir verkosten ein richtiges Wiener Kaffeehaus-Gulasch. Ich möchte hier den ungarischen Gulaschkritiker Lajos Kotani zitieren. Rindgulasch, Rindzulasch, Tellerleck, Kellnerkeck. Verrechnet mir den Nepp von dem Gedeck, dafür zoll ich mit net gedeckten Scheck. Und schau, dass ich ob Bosch, bevor dass ich ob Bosch. Da ist er wieder, Ludwig Müller, Vorjahressieger des Salzburger Stiers, Kabarettist mit dem Faible für fremde Akzente und heimische Dialekte. So wie er mit Worten spielt, jonglieren sie mit Tönen, die Musiker des Cross-Nova-Ensembles. Unfassbares Österreich heißt das gemeinsame Programm, mit mehr oder weniger nützlichem Wissen zu den Themen Österreich, seiner Geschichte und natürlich der Musik. Wussten Sie, dass viele der großen Pop-Hits des 20. Jahrhunderts auf das völlig verkannte österreichisch-ungarische Songwriter-Genie Scholt Plagiat zurückgehen? Den inspirierte etwa die Klage eines betrunkenen, schlagenden Burschenschaftlers über den Mangel an Mensurgegnern zu dem späteren Superhit Ich kann nicht bekommen, Satisfaktion. Kann nicht bekommen, Satisfaktion. In seinen Solonummern betreibt das Cross-Nova-Ensemble hemmungsloses Klassiker-Recycling mit Wiedererkennungswert auf höchstem musikalischem Niveau. Jösses, da sitzt ja die Baronin Poplowski auf dem Opernball und in ihrer Loge hohe Prominenz aus der bildenden Kunst, Arnulf Reiner und der Hermann Nitsch. Grüße, Frau Baronin, darf man kurz reinschauen in ihre Loge? Na, geht nicht, ich hab die Maler da. Ludwig Müller und Cross Nova Ensemble nächsten Samstag und Sonntag in Salzburg und am 26. Oktober und 21. November in Wien.